Ein Familienhaus in Ziebeck-Hasa wurde in den frühen Morgenstunden ein Raub der Flammen. Meterhohe Flammen stiegen bereits aus dem Dach, als die Feuerwehr eintraf. Die dort lebende Familie konnte sich aus dem brennenden Haus retten. Das Haus brannte jedoch komplett nieder. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Feuers auf Nebengebäude verhindern. Nach ersten Erkenntnissen soll das Feuer im Bereich des Sicherungskasten entstanden sein. Die Familie hat nun von der Stadt eine Übergangswohnung bekommen.